Mit Pauken und Trompeten wurde der Winter auch in Basdorf vertrieben. Beim Fackelumzug der Freiwilligen Feuerwehr spazierten zahlreiche Teilnehmer in einem Rundgang durchs Dorf. Bestückt mit Fackeln und Lampions begeisterten sich vor allem die Kleinen für die traditionelle Veranstaltung zu Ostern. Seit mehr als 15 Jahren findet sie regelmäßig statt und ist bereits schon jetzt für das nächste Jahr fest eingeplant. Ziel des Fackelumzuges war die Wache der Freiwilligen Feuerwehr Basdorf, wo anschließend der Abend seinen Ausklang fand. Anders als in den vergangenen Jahren gab es diesmal kein großes Osterfeuer. Dies wurde aufgrund des schlechten Wetters durch einen Feuerkorb ersetzt, erklärte Ortswehrleiter Uwe Blieske. Auch hier stellte die Schamainkapelle Gürzig ihr Können unter Beweis und lud so zum Verweilen bei Grillwürstchen sowie heißen und kalten Getränken ein.